Hallo und herzlich willkommen zu unserem Yoga-ABC. Heute mit dem Buchstaben B. Hast du eine Idee? Nee, noch nicht. B wie Boot. Kennt ihr das Boot? Wenn nicht, macht euch bereit und wenn ja, gerne mitüben. Ihr braucht dazu nichts außer einer Matte und bequeme Yoga-Kleidung. Bis gleich. So, und für unser Boot darfst du im Sitzen bleiben und stell mal die Füße vor dir auf. Okay. Genau. Kannst du die Arme schon mal nach vorne nehmen, parallel zum Boden? Die Hände, Handflächen zeigen sich, schauen sich an, wollte ich sagen. Und du kannst hier schon deine Schultern tief sinken lassen. Und du merkst dir genau, wie gerade dein Rücken im Moment ist. Und das bleibt so. Wenn du dein Gewicht jetzt ein bisschen nach hinten kippst, auf deinem Po balancierst und deine Füße hebst, auf die Höhe deiner Knie. Ja! Und du kannst die Knie ineinander schieben, aus Kraft deiner Beine. Fersen ein kleines Stückchen höher, Zehen zu dir rangezogen. So, wunderbar. Entspanne dabei dein Gesicht. Das ist eine sehr gute Übung für deinen Bauch. Das stärkt deine Mitte. Und oftmals, wenn wir das tun, beißen wir die Zähne zusammen. Mach das nicht. Bleib locker. Lass die Schultern ganz tief sinken. Und stell dir vor, dein Brustbein zieht nach vorne oben. Genau in die Richtung. Atme hier dreimal tief ein. Und aus. Noch zwei. Und aus. Und einmal mehr. Sehr schön. Kreuz gern deine Beine und komm in einen Schneidersitz. Und lehn dich für einen Moment nach vorne. Lass den Kopf sinken. Und entspanne. Schick mal einen tiefen Atemzug in den Rücken. Und atme aus. Wunderbar. So, das war unsere kleine knackige Einheit zum Thema B wie Boot. Und wie es weitergeht, seht ihr im nächsten Video mit dem Buchstaben C. Bis bald. Das mache ich nochmal. Wie es weitergeht, geht weitersehen. ihr im. Wir haben so eine Take-out-Sammlung. Genau. Ich fange nochmal an. Gerne. Drei, zwei.